Servus und guten Morgen. Wir haben den 1. Mai und jetzt geht es auch bei uns in Bayern wieder los mit der Bockjagd. Ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch, wie es bei mir in der Regel am 1. Mai so abläuft. Wir ziehen jetzt noch ein bisschen zerzaust. Es ist früh am Morgen. Ich ziehe mir jetzt erstmal einen kleinen Kaffee rein, beziehungsweise nehme den mit. Und ja, einen Großteil vom Krempel habe ich mir am Vortag schon zusammengerichtet. Jetzt packen wir noch die Puffen ein. Und dann ab mit dem Zeug ins Auto und dann geht's auch gleich los. Ja, bei uns ist es in der Regel so, ab 1. Mai weitwerk mal überwiegend auf Jährling und Schmoire. Es gibt ein paar Unfallschwerpunkte bei uns im Revier. Da nehmen wir natürlich alles andere auch mit, weil da macht es einfach keinen Sinn. Wenn noch Einsatzkämpfe sind, passiert es ganz, ganz oft, dass hier auch die mittelalten und alten Böcke einfach auf der Straße liegen. Und ja, ich muss sagen, da ist mir einfach als Wildbret auch zu schade, dass ich da jetzt mal was wegschmeiße. Was natürlich die Sache auch nochmal ein bisschen spannend macht. Wir haben noch die Möglichkeit, dass gestern noch kurzfristig noch gemäht worden ist. Ich war jetzt nicht mehr draußen. Und ja, das könnte nochmal Überraschung werden, dass der Platz, den ich mir eigentlich für heute früh ausgesucht habe, so dann eigentlich nicht mehr nutzbar ist. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. Und zur Not gibt es immer Alternative. Gut, jetzt sind wir gleich da. Und dann werden wir mal einen Rucksack schultern und schauen, wie es dort so aussieht. Ja, das war jetzt leider so wie vermutet. Wir haben kurzfristig da an dem Platz gemäht, wo ich jetzt eigentlich hin wollte. Das heißt, jetzt müssen wir noch mal ein paar Meter weiter. Und schauen, ob es dort besser ist. Aber ja, was passiert halt noch. Und jetzt hoffe ich, dass dort noch alles im Grünen ist. Und ja, vielleicht gleich was Tolles passend in den Anblick kommt. So, ich bin jetzt fertig eingerichtet. Und in der Zwischenzeit hat es mit ein bisschen deutlichem Abstand, also wahrscheinlich weiter weg, gekracht.
So Leute, eigentlich wollte ich jetzt gerade vorhin die Kamera zücken und euch noch was erzählen. Wenn auf der Gegenseite eine Anpflanzung drin, da stehen, seit ich da rum bin, zwei Rehen. Jetzt hat sich gerade noch ein drittes dazugesellt. Da ist auch ein Bock mit dabei. Das kommt mir jetzt, wo es heller geworden ist, erkennen. Allerdings, wenn ich gerade nach der Kamera greife, ziehen vor mir aus dem Wald zwei Rehe raus. Ich habe mich dann wieder eingerichtet und habe dann gesehen, dass das zwei Böcke sind. Das eine war ein mittelalter Bock und das andere war Jahrling im Bast. Und der hat von der Statur und vom Ganzen ganz gut in mein Konzept passt. Und da muss ich auch sagen, jetzt Anfang Mai ist mir das egal, wenn die Jahrlinge noch nicht verfickt haben. Wenn die ins Abschlusskonzept passen, dann nehme ich die mit. Es gibt immer welche, die sagen, ja, soll noch verfügen lassen und hin und her. Gerade bedingen sich das anders, die werden jetzt immer angescheucht, dann, wenn sie immer einen Einstand haben, fegen sie wie die Wilden. Und wie gesagt, hier geht es mir darum, Strecke machen, gerade in der Jugendklasse oder in der jüngeren Klasse. Und wenn der dann noch ein Bast ist, sehe ich das da ein bisschen entspannter. Für mich fängt einfach die Jagd dann auf dem Reifen drauf an, Bock erst später mehr an. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist so meine Devise. Und wenn ein passendes Stück kommt, wird das auf jeden Fall geschossen. Auf jeden Fall war es jetzt so. Ziehen von mir rauf. Bleiben gegenüber. Ganze Zeit im Wiesenstreifen stehen, da hätte ich schön schießen können. Er stand aber nicht hundertprozentig breit, wie ich so weit war. Und deshalb habe ich einfach gewartet. Und das wäre mir jetzt fast zum Verhängnis geworden, denn die beiden sind dann schnurstracks zu mir rauf. Direkt neben die Kanzel hin. Ich muss dann erstmal ganz leise die Kamera rüberwechseln. Ich habe die auf so einem tollen Gestell und habe es dann hier einfach auf eine Auflage draufgestellt. Und ja, irgendwas hat sie ein bisschen beunruhigt, geschreckt. Auf jeden Fall waren sie dann schon am Weg in Richtung Wald wieder rein. Der Jüngere ist dann nochmal kurz vom Wald dran stehen geblieben, wenn der Alte noch ein bisschen weiter in der Wiese war. Oder der Ältere. Auf jeden Fall konnte ich mir dann da jetzt auf, keine Ahnung, 30, 40, 50 Meter saubere Kugel antragen. Und der liegt da drüben am Waldrand. Da sieht man mit der Wärmebildkamera liegen. Ist ja wieder ein richtig toller Start nach Mars. Ich freue mich. Und ja, jetzt bleibe ich noch ein bisschen sitzen, schau, was sich noch tut. Und vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit. Ansonsten geht's dann nach Hause und den 1. Mai genießen. Und dann kam noch eine faustdicke Überraschung. Wie aus dem Nichts kamen hinter mir nochmals zwei Böcke heraus. Ein Mittelalter und einer definitiv im hohen Alter. Und hier jetzt meine Frage an euch. Hättet ihr einen der beiden Böcke noch geschossen? Lasst gern einen Kommentar dazu da. Und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich sie an diesem Tag ziehen lassen.